über Breaking Encryption. Who worries that their email encryption might be capable of being hacked or cracked? Wir warten, glaube ich, noch auf den Speaker ein bisschen. Worry not. As far as I'm told, it still is rather secure, but. And the but also, will be answered by Sebastian Schinzel, who is one of the researchers who uncovered the drama and the details behind eFail, der die eFails entdeckt hat. Der Sebastian Schinzel ist Professor. Da gab es vor einem halben Jahr ungefähr den Hopper, das Hoppala mit dem sogenannten F-Mail. Das ist jetzt Sebastian Schinzel. Wir begrüßen euch. Euer Übersetzerteam ist André und Bagwart. Und willkommen zum Talk. Es ist gut, zurück zu sein. Danke an alle, die gekommen sind. Mein Name ist Sebastian. Danke, dass ich hier sprechen darf am CCC. Ich mag Verschlüsselung und ich analysiere gern Schlüssel und ich breche sie ganz gern, wenn ich kann. Wir haben ein Research gemacht auf TLL. Ich fange normalerweise meine Talks an, wer diese Technologie verwendet. Wenn man einen Talk über irgendein Kommunikationsprotokoll macht, dann fragt man mal das Auditorium, wer das alles verwendet. Für E-Mail ist es irgendwie seltsam, weil jeder verwendet E-Mail. Niemand, den ich kenne, also das Erste, was man vor 20 Jahren, als das Internet begonnen hat, gemacht hat, ist E-Mails geschickt. Jeder hat E-Mail. Aber schauen wir uns einmal an, wie es funktioniert, wenn man ein E-Mail schickt. Also ich schreibe ein E-Mail und drücke auf Schicken. Also ich verwende mal das lokale Netzwerk. Da ist ein grüner Pfeil, es ist unter deiner Kontrolle. Du kannst selber definieren, solange dein Router bei dir zu Hause steht. Die nächste Verbindung ist zu deinem SMTP-Server. Das ist immer noch, weil du rufst deinen SMTP-Server auf. Das ist normalerweise TLS-verkryptet. Was anders ist, wenn ein IMAP-Account hast, da kopierst du in den Gesendet-Folder deines IMAPs. Auch, weil das ist auch noch grün, der Pfeil, weil du kontrollierst das auch. Wenn das ins Archiv oder wenn du GMS oder Gmail oder deine Unternehmen, aber vielleicht kennst du den Administrator, der das Archiv betreibt, das ist alles noch grün. So, der Rest ist nicht mehr unter deiner Kontrolle. Wenn dein SMTP beginnt, was wegzuschicken oder wenn Antivirusmaschinen da laufen, wenn das also irgendwo hingeladen wird, für Antivirus kontrolliert zu werden, dann geht das irgendwie in die Cloud und dann geht es raus in die Internet. Wir wissen, was im Internet passiert und wir wissen, dass Leute zuhören. Also abhören. Da gibt es Nation States, die das machen, da gibt es individuelle Leute, die das machen, aber da draußen sind die bösen Jungs. Und dann wird es röter und röter, wenn also auf der anderen Seite im Receiver, den SMTP 2, sozusagen, du hast keine Ahnung, verwendet der TLS, verwendet der Encryption, was die mit ihren Daten machen, also das kontrollierst du längst nicht mehr. Dann geht es zum IMAP-Folder des Receivers, des Empfängers. Dann wird es archiviert, also auf derselben Seite, dasselbe wie auf deiner Seite. Und wenn das alles abgesungen ist, geht das zum Empfänger. Und das ist weit jenseits seiner Kontrolle. Du hast keine Ahnung, was da passiert. Selbst wenn du weißt, dass der Empfänger deiner Mail einen halbwegs ordentlichen Job macht, kannst du nie sicher sein, ob da nicht irgendwo einer lauert und abhört, tut und macht. Das multipliziert sich natürlich, wenn du ein E-Mail mit CC zu mehreren Leuten schickst. Dann geht das an drei verschiedene SMTP-Server.
So many people have access to this email. Und es vervielfacht sich die Möglichkeit, hineinzugrätschen sozusagen in deine Kommunikation. Leute reden normalerweise über meine E-Mail. Ich habe meinen eigenen E-Mail-Server und das wird sicher sein. Das ist aber nicht wahr. Der Trick daran ist, in dem Augenblick, wo du es beginnst, es zu verteilen, es ist ja ein Kommunikationsmedium und Leute archivieren das, Leute verteilen das, du hast keine Kontrolle darüber, was da abläuft. Also für den Rest dieser Präsentation gehen wir mal von der Annahme aus, dein Angreifer hat Zugriff auf deine E-Mails. Du archivierst in deinem eigenen IMAP-Folder und so. Ich habe meine letzten 50 Jahre, wenn da jemand hineinfällt, habe ich ein Problem. Um damit fertig zu werden, es gibt End-to-End-Encryption. Das eine ist OpenPGP, das ist der erste im RFC 1991, im RFC 4880 erwähnt. Das ist in den ersten Crypto Wars entstanden. Der am meist gebrauchte E-Mail-Client, den es derzeit gibt. SMIME ist das ist etwas später entstanden, das ist RFC 5751. Corporations haben das gern. Das ist nicht so kompliziert wie OpenPGP. Also große Unternehmen mögen das, weil es pflegeleicht zu. Die Privacy Advocates, also wir verwenden eher PGP. Wir können nicht feststellen, wie viele SMIME verwenden, aber PGP, das können wir, PGP hat Key-Server und da können wir feststellen, diese Statistik ist die Statistik, wie viele Keys monatlich gespeichert werden. Das ist so schön konstant draufgegangen bis 2013. In 2013 ist es plötzlich kabum explodiert. Weiß irgendjemand, warum diese drei Spikes sind? Ja, das ist die erste Snowden-Spike. Und Snowden hat PGP als erster sozusagen in die breite Öffentlichkeit gezerrt, weil er sie verwendet, um mit den Journalisten zu reden. Seither verwenden die Leute PGP in wesentlich größerem Ausmaß. Das Enigmail ist das Plugin für Thunderbird, mit PGP verwendet. Und da sieht man, die Downloads haben sich um 50% angehoben, nachdem Snowden damit public gegangen ist. Es sind nicht so viele Leute, 100.000 Leute, die Enigmail verwenden, aber es ist immerhin etwas. Wir wissen seit 50 Jahren, dass PGP, Why Johnny Can't Encrypt ist 1999 rausgekommen, und 2006, weil Johnny noch immer nicht verschlüsseln kann, das ging um die Usability, also um die Einfachheit der Verwendung. Und der letzte ist 15. Es gibt eine Saying immer noch dasselbe, weil PGP unhandlich ist. Das ist nicht inhärent für PGP. Bei SMIME gibt es ähnliche Untersuchungen. Also die normale User haben das nicht wirklich sinnvoll verwenden können. Um Leuten PGP näher zu bringen, gibt es jede Menge Tutorial. Das ist ein sehr interessantes hier. Das ist das originale Video, um seine Korrespondenten beizubringen, wie man mit PGP umgeht. Das ist immer noch auf E-Mail zu finden. Er sagt, als gegen ein Plugin, andere empfehlen Enigmail. Ja? Also Snowden empfiehlt
die direkte Verschlüsselung außerhalb des E-Mail-Clients. Das Problem ist, dass wenn man es im E-Mail-Client verwendet, dass dann normal HTML-Client damit eingeschaltet ist. Und das ist sehr wichtig für das, was wir jetzt dann besprechen. Pretty interesting, at least for an academic, they are pretty interesting, and we slowly degrade to pretty silly attacks. Also es gab Anfang ein paar interessante Angriffe, die am Anfang, also da könnte ich auch selber drauf einfallen, und sie werden über die Zeit immer dümmer. Also fangen wir mal an, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Sie eine verschlüsselte Mail schicken? Was, du schickst einen Privatkey mit, ja, das ist ganz schlecht. Ja, du schickst das Plaintext. In 2014 war in Enigmail ein Bug. Du schreibst das E-Mail, du sagst Enigmail, soll es unterschreiben und verschlüsseln. Und es tut es nicht. In 2017, Outlook hat es wesentlich besser gemacht, sie haben es verschlüsselt, ja, wir lachen alle, Entschuldigung, haben aber daneben den Plaintext hingeschrieben, ja, das war auch nicht so gut. In 2018, Pretty Easy Privacy, wie das so schön heißt, Enigmail, wird verwendet für es hat behauptet, es encrypted die E-Mail, aber es tut es nicht. Okay, du kannst die Verschlüsselung nicht brechen, wenn du nicht verschlüsselst. Ich will mich aber nicht amüsieren oder verspotten über irgendwelche Developer, aber E-Mail ist ein Plaintextprotokoll, ein Reintextprotokoll. Und es ist immer sehr schwer, ein Protokoll zu haben, das für Plaintext, also für reinen Text gemacht ist, und da eine Verschlüsselung außen anzuflutschen. Das war so bei HTTPS. Ja, jetzt ist es halbwegs sicher, aber auch nur, wenn es alle verwenden, und solange es eine Mischung ist, ist es so ähnlich ist es im E-Mail. Also da die Plaintext-Bugs weg sind, ja, schauen wir die interessanten Bugs an. Into how the cryptography in SMIME and PGP work. Jetzt will ich euch kurz zeigen, wie die Encryption, die Verschlüsselung in PGP und Enigmail funktioniert. Beispiele sind sehr ähnlich. Wir fangen damit an, dass wir eine Nachricht schreiben, Nachricht M. Dann generieren wir einen Session Key mit S. Und wir benutzen diesen Schlüssel S, um einen Ciphertext machen, einen verschlüsselten Text C. Dann benutzen wir diesen Session-Schlüssel, diesen Sitzungsschlüssel, um diesen mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers zu verschlüsseln. Und wir bekommen K. Und das Ganze packen wir in eine Nachricht und diese wird verschickt an den Empfänger. Der Empfänger empfängt dann diese Nachricht, diese verschlüsselte Nachricht, und er beginnt damit, dass er C und K extrahiert. Von K extrahiert er S und damit kann er dann C extrahieren und damit hat er dann wieder die Originalnachricht. Also benutzt man quasi symmetrische Verschlüsselung für den tatsächlichen Inhalt der Nachricht. Und dann asymmetrische Verschlüsselung für nur diesen Session-Schlüssel. In meinen vorigen Talks habe ich schon viel über Ciphertext gesprochen. Und wenn wir komischen Ciphertext haben, dann sorgt das, wenn wir nur ein Bit hier flippen, dann haben wir so etwas hier. Normalerweise würdet ihr denken, das hier ist totaler Müll. Hier ist nichts Sinnvolles, aber wir sehen hier etwas. Der größte Teil der Nachricht ist immer noch intakt. Wir haben nur ein paar zufällige Müll-Binär-Zeichen und ein geändertes Zeichen. Wo es ursprünglich E-Mail war, haben wir jetzt E-Fail.
Um das zu verstehen, müssen wir den Mode of Operation einführen. Jeder Block-Cipher hat die Eigenschaft, dass er diese Blöcke benutzt. Wenn man mehr als 16 Byte verschlüsseln muss, muss man AES mehrere Male aufrufen. Und CBC ist eine Möglichkeit, diese Blöcke aufzurufen und in mehrere Blöcke zu unterteilen. Also wir haben den ersten Ciphertext-Block, dann den nächsten und dann den nächsten. Nur der zweite wird entschlüsselt. Also C1 wird zum Beispiel entschlüsselt, indem man AES verwendet zum Beispiel. Und das Resultat ist dann nicht Plaintext, aber es wird mit XOR verbunden mit C0. Also was immer in C0 geschrieben wird, wird ge-XORed mit C1 und wir bekommen den Klartext. Und wenn wir einen Bit flippen in C0, dann ändern wir, was auch bei der Entschlüsselung rauskommt, ändern. Und wir ändern dasselbe Bit im Klartext. Wenn wir jetzt C0 benutzen und es XORen mit P0, dann bekommen wir einen Block mit komplett nur Nullen. Und das ist quasi ein Blatt Papier, auf das wir schreiben. Und diese beiden Blöcke in Kombination nennen wir ein CBC-Gadget. Und wenn wir jetzt einen ausgewählten Ciphertext nehmen, ist das Hübsche, wir XORen das einfach mit diesem Initialvektor und wir haben einen anderen entschlüsselten Text. Das Blöde ist, wir müssen den Wert von P0 wissen, wir müssen den erraten. Das Schöne ist, wir wissen immer die ersten Bytes. Also das ist valid, wir können das tun. Also das ist eigentlich das perfekte Szenario. Es hat ein paar Schwächen, weil wenn wir versuchen, dasselbe mit C1 zu machen, wenn wir ein Bit hier flippen, dann flippen wir auch ein Bit in C2. Also die Entschlüsselung von C1 resultiert in diesem Quatsch. Wir wissen nicht, was hier rauskommt und wir können es auch nicht kontrollieren. Wir müssen einfach nur damit klarkommen. Wir müssen einen Weg finden, damit klarzukommen. Und jetzt können wir dieses Verhalten erklären. Erinnert euch noch an diese E-Mail, wo wir nur dieses eine Bit geflippt haben und wir haben gesehen, dass ein Block zerstört wurde. Und dann können wir arbiträre Bits flippen. Wie sollte man sich dagegen schützen? Wie sollte man damit umgehen? Normalerweise macht man dafür einen Message Authentication Code. Ein Message Authentication Code ist so eine Art Checksumme, eine kryptografische Checksumme, die direkt neben die verschlüsselte Nachricht geschrieben wird. Und die kann vor oder nach der Entschlüsselung gecheckt werden. Digitale Signaturen sind anders. Digitale Signaturen sind anders, weil sie komplett unabhängig vom Verschlüsselungstext sind, vom Verschlüsselungspart. Also wir können eigentlich nur ein Icon zeigen für valide Signatur oder nicht gültige Signatur. Aber ein schlauer Angreifer kann eine signierte E-Mail benutzen und die Signatur wegmachen. Das würde aber dann nicht bedeuten, dass es eine ungültige Signatur gibt, sondern wir haben das Icon verschlüsselt und nicht signiert. Und es gibt gute Gründe, warum man eine verschlüsselte, aber nicht signierte Mail schreiben sollte. Also digitale Signaturen verhindern diese Attacke nicht. Also, wie sieht S-MIME aus? Also die meisten von euch werden von MIME gehört haben. Das ist der Standard, den wir in E-Mails sowieso benutzen. Hier haben wir einen E-Mail-Header. Sieht sehr ähnlich aus wie HTTP, Content-Type und dann die MIME-Types, was für Daten jetzt kommen. Dann haben wir den E-Mail-Buddy.
Dann haben wir die Daten. Und hier kommen dann die Session-Schlüssel. Und danach haben wir die Encrypted Confident-Informationen. Und hier ist der Teil, wo tatsächlich dann erst die tatsächliche Nachricht kommt. Und wenn wir jetzt kurz gucken, dann sehen wir, es gibt keinen Message Authentication Code. SMIME definiert gar keinen Message Authentication Code, was bedeutet, dass der Standard überhaupt nicht erkennen kann, ob die Nachricht verändert wurde oder nicht. Also, wie können wir das angreifen? Ich denke, ihr habt alle ein Gefühl dafür, dass das nicht funktionieren sollte. Das hier ist der Plaintext und wir kennen nur den ersten Block. Wir können eigentlich immer nur den ersten Block erraten, weil es immer Content-Type, Doppelpunkt, Leerschritt, TE oder so etwas ist. Nun, wir können das anwenden und unseren arbiträren Klartext da reinschreiben. Und dann haben wir einen Zufallsblock und dann wieder Text. Das kopieren wir wieder, haben wir wieder einen Zufallsblock und wieder ausgewählten Klartext. Und das geht zweimal so weiter. Dann kopieren wir den originalen Ciphertext. Das Ganze schließen wir dann. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann sehen wir hier, wir bauen hier quasi HTML. Wir haben hier einen Base-Tag, einen Image-Tag. Es wird hier oben geöffnet und dann wieder geschlossen. Und hier sehen wir einen URL-Path. Also wenn dieses HTML dann interpretiert wird, dann wird der tatsächliche Plaintext an den Webserver geschickt. Und hier haben wir eine andere alte Thunderbird-Version, eine Version vor Mai, die älter ist als Mai, bevor es eFail gab. Wir machen jetzt eine Nachricht mit Ciphertext und hier haben wir jetzt eine Nachricht, die angreifen soll, die schon präpariert wurde. Und der Client fragt schon, es gibt hier fremde Inhalte, was sollen wir da machen? Und wir klicken da jetzt einfach drauf und wir sehen jetzt immer, wenn wir die Nachricht aufrufen, dann wird eine HTTP-Abfrage gemacht an diese URL. Und wenn wir sie decoden, sieht es aus wie Code, aber was wir hier eigentlich haben, ist die zufällige Nachricht und dann wieder zufälliger Random Müll und dann nochmal. Und das ist der erste Proof of Concept, den wir hier haben für diesen Angriff. Also das funktioniert. Also dieser Look, den wir in Thunderbird kriegen, ob wir fremde Inhalte zulassen sollten, ist eigentlich alles, was uns davon abhält, unseren SMIME-Ciphertext zu verlieren. Was wir als nächstes gemacht haben, ist, wir haben uns gefragt, okay, es funktioniert mit fremden Bildern, aber haben wir noch einen anderen Backchannel? Also ein Backchannel ist etwas, wo der E-Mail-Client über das Netzwerk kommuniziert. Also es geht nicht unbedingt um das Exfiltrieren von Daten, aber wie können wir einen Client dazu überreden, eine Verbindung aufzubauen? Ich habe hier in grün alle Clients markiert, die Benutzerinteraktion erfordern, bevor etwas passiert. In orange sind die Clients, die ohne Benutzerinteraktion fremde Bilder laden. Also Gmail zum Beispiel. Die laden das einfach, ohne nachzufragen. Aber was noch schlimmer ist, denken wir, sind die in Rot, die sagen, wir laden keine fremden Bilder, aber dann machen sie es doch, weil wir Umgehungsmethoden dafür empfunden haben. Also eigentlich haben sie eine Art Firewall, weil sie das nicht machen, aber wir haben eine Umgehungsmethode dafür gefunden, um das doch zu tun. Und dann haben wir noch 5 gefunden, die tatsächlich sogar JavaScript-Ausführungen erlauben. Also tatsächlich 40 von 47 Clients brauchen überhaupt keine Benutzerinteraktion, um sowas zu ermöglichen. Also wie können wir Plaintext jetzt darüber exfiltrieren? Und das ist die letztendliche Tabelle für SMIME. Und es sieht ziemlich dunkel aus, ziemlich düster aus.
Also die orangen und roten heißen, wir könnten Plaintext extrahieren und die grünen sind in Ordnung. Was immerhin nicht schlecht ist, das ist gut. Willst du? So I didn't say what S in S-MIME means, it actually means super. Ich habe nicht gesagt, was S im S-MIME sagt, es heißt the super MIME. Also das Kryptonite sozusagen für S-MIME ist HTML. S-MIME ist zerstört durch HTML. Jetzt gehen wir in den neuen Thunderbird. Das ist mein aktueller, den ich jetzt am Mac zu Hause habe. Das ist jetzt, was ich vor 2 Tagen aufgenommen habe. Jetzt zeige ich euch, wie man Data herauszieht, ohne HTML zu verwenden. Das ist die Message, die wir breaken wollen. Und hier ist diese... Und der requested URL, wenn du disablest, wenn du HTML ausschaltest, wird es immer noch die Nachfrage danach mitschicken. Wir verlangen immer noch ein bisschen User Interaction dazu. In a way that it will contain links, and when you click a single link, you will lose your plain text. Wenn du diesen Link, dann, das wird, also es verlangt einen Link, wenn du diesen klickst. Das ist kein Zero-Day-Mail-Client, da kannst du nichts dagegen tun, das ist protokollimmanent. Da gibt es dann dieses... Basically, EFL should work with any format that supports external connections. EFL sollte eigentlich mit jedem Format funktionieren, das eine externe Kommunikation verlangt. Das ist ein PDF, wenn du da dran klickst. Willst du das wirklich? Ihr seht ja, was es auf Deutsch heißt. Wenn du Ja klickst, bist du schon wieder auf der fremden Verbindung, am falschen URL sozusagen. Und wenn du schaust, wie die URL ins PDF encodet, wenn du im Hex-Editor das PDF ausmachst, es schießt einen String raus, im Prinzip genauso wie HTML. Du könntest dein S-MIME-Mail so verändern, dass es ein PDF-Attachment hat. Das geht natürlich auch mit Word. Docfiles hat executables, keine User Interaction. Du machst es auf. Der Request zu einer der externen Verbindung wird passieren ohne User Interaction. I'm not sure whether this works with exfiltration, but hey, no user interaction. Aber ich weiß nicht, ob es überall funktioniert, aber hey, keine User Interaction. LibreOffice, es ist kein Bug im Client, ja? That's a basic feature that has been in the standard. Es ist dem System immanent und es wird supported werden. Ich kann das nicht einfach auch tun. That's the way it works. So funktioniert es. Hier, wenn es am Zeit hat, wenn ihr eine erfolgreiche Demo das, wenn man zeigt, ihr kriegt eine Clubmate und so, wenn ihr wird ein schönes Beispiel dafür codet, wie man ohne HTML einen HTML-Request zusammenkriegt. Was ist passiert, nachdem wir das bekannt gegeben hatten? RFC draft. So for example to counter the CBC gadget attack, they say um den CBC gadget attack zu entgehen, sollte man ISCGM verwenden. Das ist im laufenden RFC noch nicht drinnen, aber es wird eingearbeitet und sollte so schnell als möglich sein. Da der zweite in diesem RFC draft ist auch die zweite Attacke drinnen, die wir euch jetzt vorzeigen. Also S-MIME ist ziemlich broken. Ich kann es zumindest verhindern,
dass er einen Outside-URL-requestet, aber für einen Verschlüsselungsexperten ist das Ding ist kaputt. So. Was ist mit OpenBGP? Da gibt es ein paar Unterschiede, grundlegende. Also er verwendet CFB, eine Variation im CFB-Mode. Die Plaintext-Kompression ist bei Default eingeschalten. Es ist im Prinzip ähnlich. Wir können auch ein Bit flippen. Wir haben den Chunk in der Mitte. Was die Plaintext-Kompression ist ein ziemlicher eine Kopfnuss für uns. Before you encrypt it, and that makes it very hard to guess plaintext bytes. Das ist sehr schwer, weil die plaintext bytes weg sind. Für unsere Angriffe brauche ich ja die plaintext bytes, und das ist sehr schwer, das zu knacken. OpenBGP definiert auch die sogenannte Modification Detection Code. Das ist links, das M ist das, was wir schicken, und der SHA-1 ist der Code dazu, und das sollte die Plaintext Modification verhindern. Does the OpenPGP standard say what to, how to deal with broken MDCs? Was sagt der Standard von PGP, dass er MDCs verhindert? Eine Implementierung muss MDC-Versagen als ein Security-Problem, nicht nur als ein Datenproblem ansehen, und in beiden Fällen die Implementierung könnte, aber muss nicht die Daten weitergeben an den E-Mail-Client. Jetzt haben wir uns angeschaut auf den Public Key Services, wie viele haben Suppress MDC. Das sieht man hier sehr schön. Es zeigt sehr schön, wie die Software, die nicht MDC verwendet, verändert wurde in Software, die verändert wurde. Ihr seht hier links die roten supporten es nicht und die rechten supporten. Aber wenn man das kumuliert, alle gültigen Keys, die da draußen sind, die immer noch kein MDC, wie die Key-Server, wir haben 1,8 Millionen der hier, und die supporten noch immer nicht MDCs. Wenn ich ein E-Mail an einen dieser User schicke, dann ist meine E-Mail immer noch breakbar. Da komme ich später noch dazu zurück. Wie können wir eine Struktur der Analyse von MDC bringen? Also es gibt drei Testfälle. Zuerst versuchen wir, das MDC zu extrahieren. Also wir nehmen einfach das verschlüsselte Paket und nehmen das Ende weg und sagen, okay, das MDC ist, oder wir sagen, das MDC ist inkorrekt. Wir machen unsere Modifikation im Klartext und gucken, ob das MDC den Fehler erkennt. Oder wir machen vielleicht ein Downgrade von einem Paket, der MDC, Pakettyp, der MDC unterstützt, zu einem, der es nicht unterstützt. Und wenn wir das abprüfen mit den meist benutzten Clients, dann sehen wir, dass die Thunderbird, Enigmail, Apple Mail und GPG Tools das quasi regelrecht ignorieren. Now, what are the EFIL-related changes to OpenPGP? And we're talking about the changes that were done after. Was sind die ether verwandten Veränderungen, die gemacht wurden? Zuerst etwas, was sehr wichtig ist. Also zuerst ein Pakettyp, der nicht MDC unterstützt, ist obsolet. Also darf man diesen Pakettyp nicht mehr unterstützen. Man muss ihn ignorieren. Und auch wenn man, das bedeutet allerdings, wenn man nicht MDC-Mails in der Mailbox hat, dann kann man sie nicht mehr öffnen. Das ist also ein Problem. Dann haben sie auch gesagt, was soll passieren, wenn das MDC falsch ist? Und das ist ein Text, den wir schon gesehen haben. Die Implementation kann den User Zugriff erlauben,
allow the user to process the erroneous data, right? They und er soll ihn aber warnen, während ihn HTTP sagt, es sollte es nicht mehr erlauben, dass der User darauf Zugriff hat. Das hat sich jetzt, das waren die MDC-Check war ein bisschen mühsam, aber das sind die Veränderungen. Das Problem ist, MDC kann man nur kontrollieren nach der vollen Entschlüsselung. Wenn du ein großes E-Mail hast, musst du das volle Pulle entschlüsseln und dann GnuPG wird dann entweder sagen, Entschlüsselung war erfolgreich oder nicht. Okay, so here's your email. Oh no, you must not use und it. Das wird so ablaufen. Hier ist deine E-Mail. Oh nein, ich kann es nicht öffnen. Das ist zwar in Ordnung, sicherheitstechnisch, aber nicht so gut. Bevor wir das veröffentlicht haben, gab es OpenPGP, das etwas, was sie Chunking genannt haben, nannt. A real Mac, which is much better. Und sie, in Wirklichkeit schlüsseln sie es auf in einzelne Chunks, in Stücke davon. Und sie kontrollieren, ob die ein CVTT drinnen haben. Aber das ist natürlich, die Brocken, die sie herausnehmen, ist 128 Megabyte, ist ein guter Chunk, das ist zu groß. MDCs waren, früher war, wenn PGP ein MDC entdeckt hat, dass es falsch war oder nicht da war, hätten sie dich gewarnt, aber es immer noch encrypted. Heute macht das eine Hard Failure und es GnuPG verwendet jetzt immer MDC, unabhängig davon, dass der Key sagt, supportet es oder nicht. Du kannst zwar die E-Mails nicht mehr lesen vom anderen, aber du kannst sie informieren, sie sollen ihren Key und ihr GnuPG updaten. Das Problem ist, der Junk Size hat sich nicht geändert, das heißt, das ist schade, aber da kommt bis zu 1 Gigabyte. Was nicht beantwortet ist, wie gehe ich mit alten E-Mails um? Alles, was du heute mit S-Mail schickst, sind nicht mehr sicher. Und wenn du kein MVC verwendest, im PGP ist es auch unsicher. Das waren die interessanten Angriffe. Jetzt schauen wir uns etwas an, das ein bisschen verrückter ist. Also Alice schreibt eine E-Mail an Bob, sie verschlüsselt sie und sendet sie an Bob. Hier ist die Original-E-Mail und jetzt macht Eve eine Angriffs-E-Mail. Und sie hat irgendwie Zugriff auf die PGP-Ciphertext bekommen. Und jetzt ändern wir nicht den Ciphertext, sondern wir umgeben ihn nur mit anderen Teilen, mit HTML. Und wir mit HTML, nur wir müssen den Ciphertext überhaupt nicht ändern. Also wenn das hier jetzt verschlüsselt wird, ersetzt durch den Klartext und das Ganze wird zusammengeführt in ein Dokument. Und jetzt muss ich etwas erzählen, was viele nicht zu wissen. Also alle E-Mail-Clients benutzen HTML, um die E-Mail anzuzeigen. Und sie benutzen auch HTML, um ASCII-E-Mails anzuzeigen. Sie transformieren es nur etwas, dass er wie ASCII aussieht, aber es wird tatsächlich in HTML gerendert. Also jetzt haben wir hier ein HTML-Dokument und das bedeutet quasi das Gleiche. Wir können wieder den Klartext exfiltrieren. Jetzt schauen wir uns hier diese Mail an. Wir benutzen Apple Mail, weil das war eine der zwei verwundbaren Clients. Und wir öffnen einfach nur die E-Mail, um den PGP-Ciphertext anzuschauen. Wir schauen uns den Quellcode an, des Ciphertexts. Und wir scrollen etwas runter
und wir sehen die PGP-Message. In der nächsten Minute hat Eve irgendwie Zugriff auf diesen Ciphertext bekommen. Und der Ciphertext ist versteckt in einem Python-Programm, das einfach nur benutzt wird, um die E-Mail zu erstellen, zu generieren. Und jetzt gucken wir uns das Zugriffslog an. Und wenn wir die E-Mail anklicken, dann wird er exfiltriert. Also sehr einfacher Angriff. Jeder kann das machen. Man muss überhaupt nichts über Kryptographie wissen. Man muss nur ein kleines bisschen HTML verstehen und ein kleines bisschen von MIME verstehen und man kann das ausführen. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? Wie wäre es, wenn wir ganz viele Mails exfiltrieren mit einer einzigen Angriffs-E-Mail? Wie öffnen wir die E-Mail? Hier ist der Ciphertext, hier schließen wir den Tag, hier ist der nächste Image-Tag, da kommt wieder der Ciphertext, das schließen wir wieder und so weiter und so weiter. Und was wir hier links sehen, sind 100 Ciphertexte in eine einzige E-Mail, die an den Client geschickt wird. Ich habe das zensiert, weil ich ganz viele E-Mails benutzt habe, die ich dir nicht sehen sollte. Und das dauert jetzt sehr lange, es ist die ganze Zeit am Entschlüsseln. Und wenn wir auf die linke Seite schauen, ins Access-Log, dann sehen wir, 100 E-Mails wurden exfiltriert. Durch das Öffnen von nur einer einzigen E-Mail. Das ist ziemlich erschreckend. Ich verstehe davon zu wenig. Und wenn ich sage schrecklich, dann meine ich wortwörtlich furchtbar. Also wenn wir das öffentlich machen, dann werden die Leute das innerhalb von einer Stunde ausnutzen und angreifen. Also haben wir das öffentlich gemacht Anfang 2018. Und im Mai 2018 hatten wir schon das Veröffentlichungsdatum zweimal verschoben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt werden wir das nicht mehr verschieben. Okay, jetzt gehen wir online und jetzt machen wir eine Vorankündigung. Wir möchten die Leute warnen, wenn ihr PGP benutzt für gefährliche Kommunikation, für kritische Kommunikation, dann solltet ihr das in eurem E-Mail-Client derzeit nicht benutzen. Okay, also in einem Tag, wenn ihr das dann gemacht habt, dann werden wir alles öffentlich machen. Dann gehen wir online mit einem Paper und allem. Und die Leute haben angefangen, davon zu reden und die GNU-PG-Leute haben angefangen zu twittern darüber und die haben das Embargo gebrochen und die haben erzählt, man macht das und so weiter. Und das hat genervt, aber sie haben das hier gesagt. Das GNU-PG-Team wurde von ihnen nicht vorher kontaktiert. Das ist erstens nicht wahr. Und das hat eigentlich jeden in der InfoSec-Community in Rage versetzt. Und wir haben sehr viele Hassmails bekommen. Und ich habe sie kontaktiert. Und das hier sind die Originaldaten, als ich mit ihnen gesprochen habe. Aber es war schon zu spät. Ich meine, sie haben es anerkannt. Oh ja, doch. Oh, ich habe es vergessen. Und es gab dann dieses Paper, E-Fail, mit unserem Namen und einem Datum und einem Embargo. Und sie haben gesagt, sie haben es vergessen. Und ich meine, an diesem Punkt hatten wir verloren. Die Leute haben uns gehasst. Ich wurde Mörder genannt. Es war echt komisch. Wenn ihr daran interessiert seid, wie die Dinge funktionieren, das hier ist von Thomas Taschek. Wir haben ihn nie getroffen, aber er war so nett, das einfach öffentlich zusammenzustellen mit Informationen, die verlässlich sind. Und dann ist etwas passiert, das wir vorhersehen konnten. Es gab Patches, aber diese Patches waren nicht genug. Und ein paar Tage später haben die Leute neue Angriffsmethoden gefunden. Und Hanno hat gesagt, ich habe einen trivialen Bypass gefunden. E-Fail ist immer noch exploitable, immer noch angreifbar. Und er hat das Responsible Disclosed.
Und The Intercept hat ein Proof of Concept entwickelt, der gegen Apple Mail und GPG-Tools funktioniert. Und also wir hatten recht, die Leute haben Umgehungsmethoden gefunden. Und die Medien sind explodiert. Und wir haben nicht wirklich verstanden, was tatsächlich passiert ist. Aber ihr müsst wissen, eine der Hauptanwendungen für PGP ist. Journalisten. Und man zeigt ihnen, das hier ist der Angriff, und die sagen, wow, was? Also, welche Lektionen haben wir gelernt durch das Öffentlichmachen? Also erstmal, die Leute haben sich beschwert, dass wir uns nicht an die 90-Tage-Deadline gehalten haben. Also wir hatten mehr als 200 Tage Deadline. Und letztendlich hat es nicht Sinn gemacht, weil wir haben es immer weiter verschoben und es gab keine verlässlichen Fixes. Also wir hätten uns an die 90 Tage halten sollen, weil nachdem wir es veröffentlicht haben, gab es sofort Patches. Also seid vorsichtig mit Ankündigungen für öffentlich machen, für Disclosures. Weil wenn wir sagen, wir werden erst morgen was öffentlich machen, morgen, aber noch nicht heute, dann werden die Journalisten einfach mit irgendwem reden und die werden raten, was es ist, und das bedeutet, dass sie das Risiko entweder unter- oder überschätzen. Also entweder sagen sie entweder einfach externe Bilder ausmachen, das ist Underrating, es unterbewerten, und überbewerten wäre zu sagen, PGP ist für immer kaputt. Right, it's documented. People have issued papers and so on with wrong information. Die Leute haben Papers veröffentlicht mit falschen Informationen, und das ist nicht gut. Also diese Vorankündigungen für das Öffentlichmachen sind nicht gut. Es ist schlecht. Und den Informationsfluss zu kontrollieren ist absolut wichtig. Okay. Schauen wir uns die letzte Attacke an. Das ist Reply to Attack, nennen wir das. Wie müssen die Leute von QA53 erwähnen? Die haben das gefunden, aber die haben das vor uns disclosed und der Credit geht daher an sie. Wenn ich ein E-Mail bekomme, ein sinnvoll erscheinendes, schaut nicht schlecht aus, E-Mail, und die Person will, dass ich, das ist die E-Mail, die ich kriege, will mich irgendwie überzeugen, dass ich zurückschreiben soll. Das ist eine alte Version von Mail, die wir hier verwenden. Das ist die E-Mail. Ich antworte darauf. Fragen mich, ja, wollen Sie ein Appointment? Ja, treffen wir uns. Das ist die Attacker-E-Mail. Wenn ich genau hinschaue, da unten, da seht ihr irgendwas, was das gehört da nicht rein. Und schauen wir uns den Plaintext von der E-Mail an, also den Source Code. Wir fahren da runter. Ah, wir entdecken hier Mischung zwischen normalem E-Mail-Text. Geht hier unten einen Ciphertext. Was passiert ist, ich bekomme diese E-Mail, das unten wird unten ich lese es nicht, weil ich scrolle meine Mail sich drunter, aber es wird entschlüsselt werden. Der Angreifer hat mir ein E-Mail geschickt, wo den Ciphertext hidden war. Und er hat entschlüsselt, und ich habe beim Zurückantworten den entschlüsselten Text zurückgeschickt, den Plaintext zurückgeschickt. Das ist zwar dumm, aber auch dagegen gibt es. Die Frage, die du dir mal stellen musst, bist du das Ziel eines Angriffs? Das muss nicht gleich die NSA sein. Das können die Moldawier sein oder irgendwelche bösen Menschen, die dir halt irgendwie Böses wollen.
Das passiert eigentlich die ganze Zeit. So ist es halt. Ja. Right? So if you're targeted by a motivated attacker and if you say yeah, you are. Naja, wenn man sich sagt, naja, möglicherweise, ja. Wenn das wirklich so ist, wenn du eine wirklich Secure Communication brauchst, verwende kein E-Mail. Es gibt, wir können aber nicht alles über Signal schicken. Und wenn ihr das nicht könnt, dann verwendet OpenPGP und encryptet, und also entschlüsselt und verschlüsselt außerhalb des Clients. Die meisten von euch haben keine Bedrohung. Also sollt immer noch OpenPGP gegenüber SMIME vorziehen. SMIME ist immer noch broken. Es ist zwar was in der Pipeline, aber es ist noch nicht da. Dann schaltet HTML aus, auch für verschlüsselte E-Mails. Seid vorsichtig mit Anschlüssen, mit Attachments, aber denkt daran, dass nicht alle so wie ihr seid, ihr, die hier seid, wisst das. Wie kann man mit Attachments vorsichtig sein? Und soll nichts zitieren, wenn man ihn antwortet. Wir gehen jetzt nach zum Chaos West, eine große Halle auf drüben, auf Halle 3, und dort könnt ihr mit uns noch weiter diskutieren. Das war mein Talk. Dankeschön. Thanks a lot, Sebastian, for this interesting talk. Dankeschön, Sebastian, für diesen Talk. Wir sollten noch Zeit haben für Fragen haben. Bitte stellt euch hinter die Mikrofone, seid präzise und kurz und bitte geht nah ans Mikrofon ran und so. Hardly much louder if your distance is not right. So let's start with microphone number two. Das. Hello. Hallo. I'm actually tested, the HTML exfiltration. Ich habe die HTML-Exfiltration, die du beschrieben hast, tatsächlich getestet. Und ich habe in Thunderbird rausgefunden, dass das HTML-Parsing gegen die Angriff geholfen hat. Weil es jede Möglichkeit verhindert hat, den Text zu exfiltrieren. Yeah, so this is one of the fixes that they did. Ja, das war einer der Fixes, den sie gemacht haben. Es hilft nicht bei der Kryptographie, aber es macht die Exfiltration schwieriger. Es wäre interessant, die Version von vorher in diesem Jahr auszutesten. Habe ich. Ja, okay, dann reden wir später nochmal. Wir haben Leute im Internet, die eine Frage stellen würden. Also bitte eine Frage aus dem Internet. Es gab tatsächlich viele Fragen in die Richtung Probleme mit dem MIME-Standard. Zum Beispiel, wäre die Exfiltration nicht verhindert, wenn die E-Mail-Clients den Standard komplett richtig angehen würden? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie den MIME-Standard meinen oder den S-MIME-Standard. Der MIME-Standard ist direkt dafür verantwortlich für die Exfiltrationsattacke. Und der MIME-Standard sagt nicht genau, wie man damit umgehen soll. Es gibt keine Regeln dafür. Als Daumenregel kann man allerdings sagen, wenn man sich genau an den MIME-Standard gehalten hat, dann war man verwundbar. Und wenn man faul war und nicht alles entschlüsselt hat, dann war man sicher. Also wenn man sich nicht komplett an den Standard gehalten hat, dann war man sicherer, was komisch ist. Please remember to be concise and get close to the microphone. What is... Sorry. Very good, very good. We can always make it quieter. Bitte ein bisschen leiser, nicht so nah. Hello. What do you see as a future replacement to PGP for email encryption? Was siehst du als Zukunftsausweichmethode für PGP?
Ja, wir haben ein bisschen gebrainstormt, weil PGP hat leider viele der modernen Features nicht, wie Forward Secrecy und sowas. Aber es stellt sich raus, es ist nicht so einfach zu machen. Weil wir wollen keine Änderungen an SMTP und IMAP machen. Also es wird sehr schwierig, das Ganze sicherer als PGP zu machen. Abgesehen vielleicht von der Kritik, die sowieso schon da ist. Also E-Mail ist kein besonders gutes Protokoll. Also die Protokolle, die in E-Mail reingebaut wurden, sind einfach nicht besonders gut für Kryptographie. There is another question on microphone number 2, if I see this correctly. So, do I understand it correctly? Looks like there richtig? Won't be a fix for that multi-part attacks. Like there is the normal plain text, so the attacker writes, and then there is a ciphertext, also text, which my mail client decrypts. There won't be a text, fix for that. Mail client entschlüsselt. Also es gibt einen Fix. Die Mail clients sind gefixt. Weil das ist kein Breaking-Fix, der nicht alles kaputt macht. Wir können nicht S-MIME fixen, weil das komplett S-MIME zerstören würde, aber wir können die E-Mail-Clients fixen. Was schwierig ist, weil diese MIME-Parts ziemlich komplex sind, aber die direkte Exfiltration funktioniert nicht mehr mit Mail-Clients. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Noch eine Frage aus dem Internet. Nope. Ein User fragt, too far. Würdest du Entwicklern empfehlen, PGP in die E-Mail-Clients zu integrieren, statt auf Erweiterung zu beruhen? I already talked about this, that not many people use PGP. Ich habe schon darüber gesprochen, nicht viele Leute benutzen PGP und auch nicht viele Leute benutzen S-MIME. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das erhöhen wird, wenn OpenPGP in die meisten Clients eingebaut wird, weil man könnte auch S-MIME verwenden. Sobald S-MIME gefixt ist, wird es okay sein, S-MIME zu verwenden. Und es ist schon in alle Clients integriert, aber noch nicht viele Leute benutzen es. Also es wäre nett, es zu haben, aber ich glaube nicht, es würde einen großen Effekt haben auf die Anzahl der Leute, die es benutzen. Thank you. And we have another question from microphone number 7. Yes, hello. So I work with journalists. So I work with journalists and May was very annoying, and I cannot stress enough how important it is to what the point you've made about communicating around disclosure. We were scrambling. I work with about 200 journalists who use PGP daily, and we were scrambling for any bit of information. What should we do? It was madness. But I actually have a question. The question is, have you played with MailPile? Hast du mit MailPile schon mal gespielt? Ich habe das Paper gelesen. MailPile, I think, I remember was mentioned. Und es von MailPile und es wurde erwähnt. Vaguely remember it was mentioned in a positive light, but I just want to make sure if that's the right. Es wurde positiv erwähnt und ich denke, dass ich in deinem Paper wurde es positiv erwähnt und ich möchte wissen, stimmt das? Ich kann mich nicht mehr so spontan daran erinnern, aber wenn du später zu Chaos West kommst, dann können wir uns das Paper anschauen und die Tests angucken und nochmal drüber reden. Okay, we have another question on the microphone number 6. Und noch eine Frage von Mikrofon Nummer 6. So, I'd like to know if there's any difference in the attack surface. Ich möchte gerne wissen, ob es irgendeine Unterschied gibt in der Angriffsoberfläche bezüglich OpenPGP. Plain PGP is used or PGP MIME. Klartext PGP benutzt wird oder PGP MIME. Set your email client to disallow, zum Beispiel, wenn ich meinen E-Mail Client einstelle, dass er Inline PGP. Inline PGP nicht mehr erlaubt. That's a very good question. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die an den Angreifer antworten, Angriff. Leute haben einen Angriff gefunden, der mit Inline-PGP benutzt, aber es gibt auch einen Angriff, wir haben herausgefunden, dass es auch geht mit PGP-MIME. Die meisten Leute benutzen PGP-MIME. PGP-Inline ist nicht mehr so weit verbreitet. Das Problem ist, wenn PGP-Inline nicht entschlüsselt wird,
oder die Leute das in einer externen Applikation benutzen, dann können sie den Ciphertext nicht kopieren, was auch sehr nervig ist. Und ich habe schon gesagt, es ist eine sehr gute Idee, das außerhalb des Mail-Clients zu machen, wenn man motivierte Angreifer hat. Es wäre eine kaputtmachende Veränderung, eine wichtige Veränderung, die vielleicht nicht so gut wäre. Ich glaube, dass wir jetzt mit der Diskussion hier in der Halle fertig sind. Ihr könnt jetzt zu Chaos West in die Halle 3, die ist einfach die nächste Halle, um das weiter zu diskutieren. Bitte einen großen Applaus für Sebastian Schinzel.